Hans Glaser aus Wuppertal möchte wissen, stimmt es, dass man auf einem Tesafilm Daten speichern kann? Ja, Tesafilm besteht aus Polypropylen, das ist ein ganz gewöhnlicher Kunststoff. Aber in dieser Form kann man damit tolle Sachen machen. Wenn man zum Beispiel einen fokussierten Laser auf den Streifen richtet, dann verändert sich der Kunststoff an der getroffenen Stelle. Durch die Hitze des Lasers zieht sich das Material zusammen und das Licht wird danach stärker reflektiert. Ja, im Grunde genommen so wie hier, nur natürlich wesentlich kleiner und für das menschliche Auge nicht sichtbar. Punkt für Punkt kann man so mit einem Laser einen Code auf einen Tesastreifen schreiben. Danach kann man mit einem zweiten Laser Punkt für Punkt abtasten und das Ganze mit einem Messgerät wieder auslesen. Wir Physiker nennen das einen optischen Datenspeicher. Bis zu 3 Gigabyte an Informationen kann man so auf einer Rolle Tesafilm speichern. Tja, das soll uns dem CD erstmal nachmachen. Mittlerweile kommt diese Technik quasi als unsichtbares Hightech-Siegel sogar schon zum Einsatz. Der Versender lasert einen speziellen Code auf das Tesa und der Empfänger kann dann mit einem speziellen Messgerät überprüfen, ob das Siegel intakt ist. So lässt sich zum Beispiel überprüfen, ob der Code auch vom Versender stammt oder ob das Paket geöffnet wurde. Bleiben Sie neugierig.